Was mich an staatlichen Schulen am meisten bedrückt, das war auf jeden Fall der Umgang unter den Schülern und dass es von den Lehrern so relativ ignoriert wird und die gar nicht mitbekommen, wie schlimm das für einige Schüler ist. Ich hatte früher halt keine Motivation, zur Schule zu gehen und bin dann wegen Fehlstunden von der Schule geflogen. Die SFE ist ein großes Kollektiv. Jeder von euch hat eine Stimme. Ich freue mich, mit euch zusammenzuarbeiten. Wir haben weder Direktor, Direktorin noch irgendwelche Fachbereichsleiter. Ihr alle und wir alle sind ein Teil dieses Projektes. Es gibt keine Sitzordnung, es gibt keine Noten. Es gibt keinen Fall. Aus Fehlern lernen wir. Es ist ein Laden, wo du ganz viel Selbstverantwortung lernen kannst, weil du sie übernehmen musst. Am einen Tag ist man hier Schüler, am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde ist man Lehrer, weil man irgendwie eine Unterrichtsstunde übernimmt. Warum kriegt ihr das nicht mal gebacken, heute alles da zu haben? Jetzt ist die Zeit von Output. Ich will es mir auch selber beweisen, weil ich weiß, dass ich kein dummer Mensch bin. Ich habe für mich jetzt ein Lernen entdeckt, was ich auch noch nach der Zeit weitermachen kann. Und auf einmal will ich es unbedingt schaffen. Denk mir auch so, hey, was ist da eigentlich mit mir passiert? Man muss selber von irgendwas begeistert sein. Man muss das vorleben. Dann ziehen die Leute mit und freuen sich.